Ja, ich drehe Orakel La Cruz, das Kreuz, ja, mit allen Sternzeichen und ich tue so unterteilen bei den Elementen. Ja. Wir fangen mit Element Feuer. Ja. Das ist Widder, Löwe und Schütze. Okay? Und was war in der Vergangenheit? Was ist präsent? Ja, Gegenwart? Und was kommt in die Zukunft? Ja. Und in der Zukunft nehme ich noch drei Karten. Ja, drei Karten für die Zukunft. Dann gibt es eine Hauptkarte, das mache ich auch am Schluss. Ja. Und dann beginnen wir. Ja. Hier. Drei Zukunftskarten. Dann beginnen wir mit dem Hauptthema, ja? Mit dem Thema. Also, erste wieder, es geht um Feuerelemente, Widder, Löwe und Schütze. Und ich hoffe, ihr seid hier dabei. Ja? Es kann alle Themen vorkommen, ja? Alle Themen können vorkommen. Das Universum, Element Feuer. Genau. Wieder Löwe und Schütze. Ein kleiner Orakel. Ja. Geht nicht allzu lang. Mal schauen, was für Themen das hier kommt. Und wenn du hier in Resonanz bist, dann ist das dein Orakel. Ja? Auch geht ihr da noch schauen wegen Aszendant, Lunar, Mond und. Ja? Vielleicht ist dann dort in anderen Elementen, wo du bist, auch vielleicht deine Situation, ja, bist du in Resonanz, ja, oder hier. Da kannst du schauen, ja. So, ein bisschen Element Widder, Löwe und Schütze. Ja. Danke. Was ist Gegenwart? Gegenwart. Noch eine Karte Gegenwart. Das ist der Bewusst, das ist der Unbewusst, Vergangenheit. Und drei Zukunft. Danke. Ja, die hat sich gezeigt. Jeder Löwe Schütze. Genau. Dann kommt Lenormand zum Einsatz. Gut mischen. Ich hoffe, es geht allen gut. Ja. Eine Karte, bitte. Gegenwart, danke. Gegenwart, danke. Vergangenheit, was war das? Danke. Zukunft, nahe Zukunft, Zukunftsziele. Danke. Und
3 Karten für die Zukunft. Was noch für Botschaft für Elementen Feuer, ja, noch eine Rolle spielt. 3 Karten bitte für die Zukunft. Das ist für, wenn ich besser möchte, deuten hier. Ja. 3 Karten, danke. Die erste ist gekommen. Element. Feuerelement wieder. Okay, die wurden raus. Das sind dann noch zusätzliche Botschaften für Feuerelement. Ja. So. Dann beginnen wir, ja. Was ist dir, Feuerelemente, wieder Löwenschütze? Aktuelle Energien, ja. Das ist dir bewusst, ja. Dir ist bewusst, dass du jemanden, die Liebenden, also es hat mit Liebethema zu tun, ja. Du musst eine Entscheidung treffen, ja. Wenn du mit jemandem zusammen bist, musst du in der Liebe eine Entscheidung treffen, ja. Und Kommunikation wird sehr, sehr wichtig sein für dich, ja. Jetzt, Gegenwart reden wir, ja. Entschuldigung. Bewusstebene, dir ist das bewusst, dass in der Liebe, ja, wieder Löwe, Schütze, Feuerelement, eine Entscheidung muss getroffen werden. Für anderes, ein anderes Szenario ist, was ich hier merke, du wirst sehr viel kommunizieren mit einer Person, die dir sehr magnetisch anzieht. Das ist eine andere Gruppe, ja, es ist eine allgemeine Legung, man muss in alle Richtungen deuten, ja. Das ist dir bewusst, meine Liebe. Andere Szenarien, die dritte Szenarien, ja, ist, in Sache Liebe wird viel geredet, viel von anderen Menschen, deinem Umfeld, deinen Bekannten, ja, Freundschaftskreisen, ja, es wird viel spekuliert über dich und dein Privatleben, was Liebe anbelangt. Das ist die dritte Szenarien, die ich hier habe. Was ist dir unbewusst? Dir ist nicht bewusst, ja, dass du die Balance in dein Liebesleben musst du herstellen. Ja? Und es ist mit viel Arbeit verbunden und viel Geduld verbunden. Und es kann sein, dass dein Partner älter ist als du, ja? Kann sein, ja, dass du wieder diese Frieden und Harmonie, eben diese Balance in der Liebe muss wieder hergestellt sein. Es muss wieder in Fluss kommen, ja, die Mäßigkeit. Und du hast für ein gewissem, ist eine karmische Liebe, das ist eine karmische Partner, die du hast und dir ist das nicht bewusst, oder eine Seelenzwillingsflamme, Seelenpartner, ja, das ist eine Past-Life-Beziehung, deswegen diese starke Anziehung zwischen euch zwei, oder telepathisch seid ihr miteinander sehr stark verbunden, ihr fühlt einander, das ist diese durchsichtige Schnur. Leute, die nicht so mit diesem Thema vertraut sind, ja, geht ihr recherchieren im Internet, egal welche Plattform, ja. Ihr werdet mehr Erfahrung bringen. Ich kann da nicht alles in ein Video, sonst wird das Video über 3 Stunden lang, ja. Oder wenn du allein bist, ja,
Du fühlst dich angezogen, ja, und du hast schon Kommunikation mit diesem Mensch. Und dieser Mensch, ja, meine Karte sind ein bisschen, Entschuldigung. Und dieser Mensch, das ist dein Seelenpartner, ja, du fühlst dich, auch wenn du diesen jemand nicht kennst, wie der Löwe Schütze, Feuerelemente. Du hast das Gefühl, dass du diesem Mensch vertraut bist, ja, dass du diesen Mensch schon lang kennst. Aber du hast diesen Mensch vor kurzem kennengelernt und die Kommunikation ist prima, seit Lina, zwischen euch zwei, ja. Das ist so, ja, dass du hast das Gefühl, dass dieser Mensch, der, ich fühle mich so verbunden, ja. Dann ist es so. Okay. Ein anderes Szenario war nicht, was, es ist leider so, es ist eine allgemeine Legung. Was ich hier merke, dieser hier, ja, da, ist, dass ein Chef, ein Vorgesetzter von dir dein Seelenpartner ist. Und du hast den Boden unter den Fuß verloren auf der Arbeitsplatz. Kann auch sein, ja, dass dieser Mensch dir verrückt macht. Du kannst nicht aufhören, an diesen Mensch zu denken. Das ist schon ein anderes Szenario beim Unterbewusstsein. Dir ist das gar nicht bewusst, dieser Mensch hat dir umgehaut. Ja? Das ist schon ein anderes Szenario, okay? Und das, meine Liebe, erlebst du in Gegenwart, hier und jetzt sind die Energien. Wie der Löwe Schütze, okay? So, was war in der Vergangenheit? Uff, okay. Ja. Entschuldigung. Ich muss ein bisschen Kaffee trinken, Entschuldigung, ja. In der Vergangenheit, meine Liebe, musstest du die Balance, Mäßigkeit, ja, wiederfinden. In dir, nicht in deinem Umfeld, nicht draußen. In dir hineingehen und reflektieren über dein Leben. Das hast du gemacht, aber du hast sehr viele Zeit gestrichen. Alles dieser Prozess bei dir innerlich, innerlicher Prozess, hat lang gedauert. Das kann sein mit Ex-Partner, ja, mit einer frühere Situation, kann auch das innere Kind sein, ja. Ich sage immer, ich spicke daraus, welche, wenn ich schwatze, wenn ich rede, ja, dann kommt verschiedene Szenarien. Spicke diese Szenarien für dich, die deine Situation betrifft. Es ist wie ein Puzzle, ja, weil viel verschiedene Leute, viel verschiedene Energien, viel verschiedene Szenarien, ja, hier vorhanden ist, weil eine allgemeine Legung ist. Das ersetzt keine Privatlegung. Das sage ich ganz offen, ja. Und mein Kanal ist für über 18. Okay? Danke. Jawohl. Und du hast diese Ruhe in der Vergangenheit gebraucht für dich, nicht für niemanden. Du musstest es erkennen und das hast, dir war das bewusst. Du musstest bremsen, irgendeine Situation. Oder dich selbst bremsen, dass du in innere Einkehr gehst. Und das war ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Schritt in deinem Leben, dass die Türen offen sind für etwas Neues. Ja? Und hier ist ganz stark die Liebe und eine Seelenpartnerschaft. Ja? Es kann aber alle Themen kommen, kann noch Geld kommen, kann auch Arbeit kommen, was eine allgemeine Legung ist. Aber in der Vergangenheit hast du so Zeit gebraucht, das war eine verlangsamte Schiff, eine verlangsamte, auch in Gefühlsebene, ja, das war, du warst unsicher, ja, und etwas, was du erlebt hast, musstest du zuerst im Prozess gehen, mit dir selbst abschließen und sagen, bis da und nicht weiter. Und das merke ich hier mit dem Eremit, ja. Und dieser Prozess, ja, bist du. Also es gibt Leute, die in der Vergangenheit noch sind, die erst in Gegenwart kommen, ja.
Ein paar Prozent da draußen, ja, ist diese Erkenntnisse erst jetzt im Winter gekommen. Ja, dass du stoppen musst, machen dein Leben und sagen, wo bin ich, was war, was möchte ich nicht mehr. Und das ist wichtig, dass es weitergeht im Leben. Ja, was willst du? Ich spüre ganz, was willst du? Wo willst du hin? Wie möchtest du dein Leben voranschreiten? Wer gehört dazu? Wer gehört nicht mehr dazu? Aussortieren, Hausputz machen. Ja, und du hast, schau mal, dieser Eremit hier. Du möchtest Stäbe, du möchtest Wohlstand, Stabilität und Basis. Und wo du warst, war es nicht so. Und du hast eine Erleuchtung bekommen. Ich muss in die Kamera, weil das ist sehr wichtig, auch die Botschaft, die Karten ermitteln. Ja? Schau mal, dieser Eremit hier. Ja? Hebt eine Lampe, eine Nachtlampe mit einem Stern. Du hast es erkannt, dass du nur vorwärts gehen kannst und dein Erfolg von dir abhängt, von deiner Klarheit, von deiner Scharfsinnigkeit. Ja? Du musst jetzt einen Stopp machen und erkennen, dass so nicht weitergeht. Dass du verantwortlich bist für dein Glück. Leute, das ist eine ganz wichtige Botschaft hier. Ja? Selbstfindung steht auf die Karte. Ja? Du musst zur Ruhe kommen, allein sein, um das zu reflektieren, zu erkennen. Und eine Erleuchtung hast du bekommen. Ja? Du bist ein intuitiver Mensch. Du hast es innerlich gespürt, dass so nicht weitergeht. Ja? Und das sind für die Leute, die noch in der Vergangenheit schweben. Ja? Und dieser Prozess, ja, ob es Emotionebene, ja, diese Emotionen musste klar sein für dich, dass du diesen Schritt gehst. Und das war in der Vergangenheit, ja. Element Feuer, wieder Löwe Schütze. Was ist in nahe Zukunft? Dann hast du, ja, nachdem du diese, es gibt verschiedene Leute, die noch hier müssen, noch das ganze Prozess, noch ein Prozess ist. Es gibt Leute, die Prozess hinter sich haben, die hier sind, und Leute, die Zukunftslinie. Du wirst, ja, du hast das Zepter in der Hand, ja. Du hast das Zepter in der Hand und du gehst voran, ja. Du bist initiativbereit. Also es kommt in, du selbst hast die Initiative. Ja. Und Entscheidungskraft, Entschluss, ja. Du nimmst den Entschluss, ja. Du wirst auch das meistern, ja. Und die Anziehungskraft ist enorm, ja. Kann auch die Anziehungskraft zu diesem Mensch hier sein. Aber was ich hier merke, du wirst diesen Mensch kennenlernen in Zukunft, ja. Für Leute, die allein sind und ein Seelenpartner ja auf einen zukommt. Du wirst ihn kennenlernen in der Öffentlichkeit. Mach die Augen auf in Zukunft. Ja, was ist die andere Karte? Jawohl. Du gehst aufgeschlossen in der Zukunft. Ja. Du bist auch mutig und möchtest diese Chance nicht verpassen mit diesem jemandem hier. Ganz stark, ja. Und behalte alles für dich. Ja. Behalte alles für dich. Gib nicht preis über diesen Mensch hier. Erst wenn du fest bist mit diesem Mensch, dann kannst du deine Familie, aber nicht sofort offenbaren. Ja? Das ist sehr wichtig hier. Ja? Und du trägst das mit dir, diese Geheimnisse. Und das ist gut so. Man muss nicht wie ein offenes Buch im Leben stehen, da für alle Wissen über dein Leben. Behalte gewisse Geheimnisse für dich, und das ist gut.
weil das ist noch in der Entwicklung, ja. Je nachdem, die Energien können. Und was wichtig ist, ja, ich muss lachen, wisst ihr warum? Dieser Mensch kann auch deine Seelenpartner repräsentieren. Und diese Karte repräsentieren genau diese drei Karten hier, Feuerelement, wieder Löwe, Schütze. Ist das nicht die Resonanz? Ja, Leute, das ist eine Resonanz. Das kann genau auch dieser Mensch sein oder du selbst. Vice versa, ja. Sehr wichtig hier. Zweiter Stäbe, ja. Und sei neutral in Zukunft, ja. Schaue dich dieser Mensch, schau mal, dieser Mensch ist genau dieser da. Eine treue Seele, eine loyale Mensch, der kommt in Zukunft, ja. Ganz ein lieber Kerl oder ganz eine liebe Frau, ja. Und ihr wollt das Gleiche, ja. Das ist wichtig, ja. Und er wird ein wahrer Freund sein, nicht nur ein guter Partner. Ja. Und es kommt Bewegung, ja. Es kommt. Er wird sich auch auf dich zukommen, sich drücken, ja. Ja, was ich hier auch merke, kann sein, dass du vorsichtig bist, ja. Sich drücken vor dem Ganzen. Aber öffne dich. Die Welt steht dir zu Füßen, ja. Man hebt hier eine Kugel, ja. Das ist das Geschenke, ja. Und tu alles abwägen, ja. Und sei bereit, dass dieser jemand in dein Leben kommt, ja. Das ist ganz wichtig hier. Was gibt es noch für Botschaften, ja, in der Mitte? König des Herbstes. Mitfühlend, kultiviert, charismatisch, bodenständig, Tinker. Alles entwickelt sich hervorragend. Ihre Projekte laufen beeindruckend erfolgreich. Es eröffnet sich aufregende neue berufliche Möglichkeiten und Geld oder Ressourcen, die sich Ihnen bieten werden, klug eingesetzt. Also hier ist auch ein Thema, ja, dass ihr zwei auch in Zukunft, ja, hervorragend Geschäftspartner können ihr sein. In Arbeitsebene und Geldebene, ja. Dass ihr gut miteinander habt und etwas eröffnet zusammen oder eben Geschäftspartner zusammen als Paare, ja, ist nicht ohne, ja. Die Entwicklung ist hervorragend. Kann auch in Zukunft sich entwickeln, wenn dieser Mensch in dein Leben ist oder wenn er noch kommt, ja, das ist sehr, 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 sehr wichtig, ja. Und ich möchte hier noch, hier die drei Zukunftskarten, ja, noch dazu, schau mal, Liebe, Feuer, wir reden von Feuerelementen, Leidenschaft, Verliebtheit, ne, dieser Mensch hier, Zusammenkunft, Herzlichkeit, Miteinander, das ist das, was ich merke hier. Ihr werdet sogar Geschäftspartner sein, ihr seid so in einem Level Unterstützung, Einigkeit, ihr werdet zwei in eins sein. Das ist das, was ich merke. Partnerschaft, dieser Mensch hier, der in dein Leben kommt, ist eine pflichtbewusste, schau mal, Schicksalmensch, das ist diese Linie hier, Energie, Macht, Leistung. Dieser Mensch ist ein Macher und hat auch viel Verantwortung, pflichtbewusster Mensch. Ihr werdet, das ist das, was ich merke, zwei in eins sein. Das sind wunderbare Karten, Leute. Ja? Und schau mal, Schicksal, Partnerschaft. Wahnsinnig. Liebe, Feuer ist entflammen in Zukunft. Wow. Und wir reden von Feuerelementen. Ne? Das alles, ja, gibt eine Pizza, ja. Das alles ist, weil es muss passieren. Alles gibt einen Sinn. Aber bist du
Die Gruppe, die hier noch in der Vergangenheit sind, in diesem Prozess. Schau nach vorne, weil es kommt Wunderbares auf dich zu. Ja? Ich möchte noch eine Karte für die Liebe, ja? Für Feuerelement, wie der Löwe schützen, was in Zukunft Liebe kommt. Ja? Eine Botschaft, ja? Oh, die wollte rausspringen. Oh, schau mal, Leute. Was rede ich hier die ganze Zeit? Ja? Schau mal diese Karte. Schau mal. Balance. Das ist die Mäßigkeit. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja? Dieser Mensch wird dein Leben verändern oder du veränderst das Leben dieser Mensch. Und ihr werdet zwei in eins schmelzen. Das ist Schicksal. Ja? Und dann wird dein Liebesleben, dein, in alle Themen ist Erfolg verbunden. Für deine weitere Zukunft mit diesem Mensch. Der verändert dein Leben. Ja? So ist es. So, meine Lieben, das war Orakel La Cruz. Ja? Ich verabschiede mich zum zweiten Video. Und es kommt Erde, Stier, Jungfrau und Steinbock. Bis gleich. Bye.